Hallo Leute, willkommen beim LS17 und willkommen in Stappenbach. Dies ist der LS17 Teil unserer Nostalgiereise in die alten LS-Versionen. Und da ich schon so oft die Goldcrest Valley gespielt habe, dachte ich mir, wir könnten doch auch mal die Stappenbach anspielen. Die alte klassische Stappenbach. Und ich muss sagen, hier dieses Bild, das hat mich damals schon super begeistert. Die habe ich mir nämlich schon im LS17 angeguckt. Ich klicke jetzt hier mal auf Start. Und okay, das brauche ich nicht, das Tutorial, hoffentlich. Ja, und ich fand die auch sehr schick, die Karte. Aber mir war alles zu eng. Es war eine totale Katastrophe. Und ich bin gespannt, ob ich jetzt besser damit klarkomme. Weil inzwischen habe ich ja einige Jahre LS-Erfahrung auf dem Buckel. Und damals war ich noch ganz frisch beim Traktorfahren. So, wir starten hier also in der Bushaltestelle. Und gucken jetzt hier erstmal rum. Ja, LS17. Und da wir ja gerade erst kürzlich den LS15 auch hatten, muss ich schon sagen, es sieht relativ ähnlich aus. Aber natürlich gab es neue Funktionen beim LS17. Ganz klar. Und die Stappenbach, also die habe ich beim LS17 nicht gespielt. Die habe ich nur angespielt, habe mich fürchterlich verfranst, bin stecken geblieben irgendwo da links, als ich was abliefern wollte. Und dann habe ich gesagt, nein, die spiele ich nicht. Und dann habe ich die im LS19 aber ziemlich lange gespielt, obwohl die da ja sehr umstritten war. Mal gucken, ob ich mich hier leidlich auskenne. Jo, das hier war ja alles ziemlich anders im LS19. Und, bei mir war das alles leer. Ich habe da so einen Zweithof aufgebaut. Schicke Kirche. Insofern, ich weiß gerade nicht mal, wo unser Hof ist, aber wir werden das schon rausfinden. Aber ich muss sagen, die Kirche hier ist wirklich liebevoll gemacht. Sehr, sehr schön. Tja, statt in den Mähdrescher zu springen, hüpft sie auf den Kirchhof und bewundert die Architektur. Ich sollte mal... Ja, hier kriegt man jetzt endlich mit Escape diese Karte. Und die Stappenbach, für alle diejenigen, die die nicht kennen, ist ein Realnachbau von einer tatsächlichen Stappenbach-Gegend in Franken irgendwo. Und es ist tatsächlich so, dass da, wo... Ich nehme an, das ist der Stappenbach, dieser Fluss ist. Da sind lauter Wiesen. Und rundherum ansonsten lauter Felder. Und auch schon im LS17 fällt die Karte durch extrem viele kleine Felder auf. Das ist total vollgestopft, die Karte. Und hat seinen Reiz, so viele Felder, finde ich. Aber ich fand es auch ein bisschen unübersichtlich. Und da ist dieser See, der hat mir gut gefallen. Da habe ich damals auch ein bisschen gebaut. Und im LS19 hatte das ja ein anderes Konzept. Da war irgendwie, hier war es leer oder nur Wald. Und da habe ich so ein Feriendorf gebaut. Und hier hatte ich meinen Hof. Und ja. Da natürlich ein Feld und hier die Felder habe ich auch nach und nach gekauft. Ich habe die lange gespielt. Aber jetzt kenne ich mich gar nicht aus. Und irgendwie ist das sehr reizvoll, finde ich. So. Wo sieht man denn, wo unser Hof ist? Tierhändler ist da, wo früher mein Feriendorf war. Es ist jetzt umgedreht, weil eigentlich ist dieses hier früher, aber so what.
Da ist der Fahrzeughändler, das ist wohl die gleiche Stelle. BGA, Palettenverkauf. Ich meine, spätestens wenn ich in ein eigenes Fahrzeug hüpfe. Hier sind so gelbe und blaue Punkte. Ich guck mal, Wachstum. Da tut sich nichts. Forterra. Kriege ich den hier angezeigt irgendwie? Ah, okay. Da ist ein zweiter Forterra. Fortis, lauter. Das sind, glaube ich, alles Seetor. Gut, also hier ballen sich die Fahrzeuge an der Stelle. Und da bin ich. Da gucken wir doch mal. Ja, ich bin natürlich hier übers Ziel hinausgeschossen. Wer ist denn da gestorben? Ein einsamer Friedhof im stillen Gedanken. Landwirtschaftssimulator 2008. War die 17er Stappenbach eigentlich die erste? Das weiß ich nämlich gar nicht. So. Da ich erst mit dem 17er angefangen habe, war sie für mich natürlich die erste, diese 17er. Also hier ist schon mal ein Fahrzeug, ein altbekannter Farmtech. Ja, habe ich das eben alles übersehen hier? Anscheinend. Ein Grubber. Und das hier. Wertvoller Tierbestand. Kommt man nicht rein? Was ist denn das? Mal hier drauf hüpfen. Ist ein Tierstall, aber warum kommt man da nicht rein? Da muss man doch reinkommen. Ich probier's noch mal. Vielleicht habe ich nicht nachhaltig genug geklickt. Grumpf. Hilfe. Tor öffnen. Ja, doch. Ah! Das geht nur so ein bisschen auf. Oder vielleicht, weil ich im Weg stand. Ja, weil ich im Weg stand. Und man muss die ganze Zeit drücken. Gut. Also damit ist das hier geklärt. Und da hat man eine undurchsichtige Wand, wo man kaum drüber gucken kann. Ich glaube, das ist ein Schweinestall. Es grunzt nämlich so. Hört ihr das? Mal gucken. Die Geisterschweine, die grunzen. Ja, und bei einem Kuhstall hätte man hier nicht so eine Betonwand. Okay. Jetzt machen wir hier auf. Gucken, ob ich da erfolgreicher bin. Ja, schon besser. Ich habe schon eine wichtige landwirtschaftliche Leistung vollbracht. Ich habe die Stalltür geöffnet. So. Ah, hier sind sie. Ja, ist ein Seetor. Also der Forterra und der Fortis. Muss ich mal bei der anderen Tür gucken. Hier vielleicht auch. So. Das ist ein Same, aber auch rot. Ihr wisst ja, die Frauen beurteilen die Fahrzeuge immer nach der Farbe. Ein bestätigtes Klischee. Schöner New Holland, sehr schönes Modell.
Ja, nettes Teil. Und hier ein Pflug. Jetzt wäre es natürlich noch interessant herauszufinden, wo unsere Felder sind. Das hier ist wahrscheinlich unser Farmhaus. Aber Farmhaus hatte im Elle 17 noch keine Bedeutung. Man konnte nicht mal schlafen. Stellt euch das doch mal vor. Ich mache mal die Zeit langsam. Nicht, dass plötzlich Nacht wird. Oh, ein Hackklotz. Aber zum Holzhacken bin ich jetzt nicht gekommen. Gut, also ich nehme an, das hier ist unser Hof. Da habe ich auch schon mal was erreicht. Felder. Vielleicht erkennt man das an einer blauen Nummernfarbe, welche uns gehören. Weil wir müssen ja schon irgendwelche landwirtschaftlichen Tätigkeiten unternehmen. Kann das sein, dass wir kein Feld besitzen? Gibt es das? Ich meine, gut, wenn der Kartenmacher mit einem geizig ist, kann es das schon mal geben. Sollte ich eins nehmen, wo ich einfach hinkomme? Vielleicht hier das 120er oder das 80er. Und man konnte die nicht hier so über die Karte kaufen. Das weiß ich noch, sondern da muss man da irgendwie hinfahren. Nehmen wir hier mal diesen Forterra. So, und den Frontlader, den stellen wir in irgendeine Ecke. So. Erstmal so. Jawohl, das klappt doch ganz gut. Und abkoppeln. Ach, das war jetzt erst das Gewicht. Okay. So, nochmal abkoppeln. So geht das nicht abzukoppeln. Jetzt. Gut. Wunderbar. Ah, hier gibt es sogar noch einen im Hilfemenü sichtbaren Befehl Rundumleuchte an und aus. Aber ich lasse die aus, weil sonst wird mir schwindelig und ich kriege Kopfschmerzen. So. Fahren wir erstmal hier lang. Wir sind ja hier leider mitten im Ort. Na, manche finden das bestimmt cool, aber ich finde das leider. Oh, Pferde. Pferde. LS17. Ich fahre hier mal ran. Das sind bestimmt Deko-Pferde. Die stehen auch so still. Ja, das sind Deko-Pferde. Aber gut, hey, sehr gut. Das wirft schon mal die Schatten zum LS19 voraus. So. Dieses Feld hier ist relativ gut zu erreichen, aber. Oh, und es gab auch noch nicht diese Anzeige hier auf dem Feld, diese Feldinfo, wenn man da hingeht. Es sieht aus wie ein Kartoffelfeld. Und zwar eins, das noch nicht sehr reif ist. Mal gucken. Ja, braun. Da bin ich, 120. Kartoffeln. Ja, ah, das 80er ist auch ein Kartoffelfeld. Na toll. Oh. Hier wollte ich gucken. Gut, ja, die sind beide noch nicht erntereif.
113 ist irgendein Getreide. Dann peilen wir mal Feld 113 an. Und das ist gelb, also erntereif. Gut. Ich meine, wir haben immerhin 400.000 Euro Startkapital. Ich glaube, das ist mehr als sonst im LS17. Ich glaube, man hat sonst irgendwie nur ein Appel und ein Ei gehabt. So. Da gehaust? Nee, ich habe nicht da gehaust. Noch weiter hinten habe ich gehaust. Im LS19. Da auf diesem Sportplatz, genau. Ich habe mir einfach diesen Sportplatz gekrallt. So, jetzt muss der Verkehr halt mal warten. Und da habe ich meinen Hof aufgebaut. Und habe dieses ganze Zaungeraffel abgerissen, damit ich einen Zugang nach da hinten hatte. Und dort, wo jetzt diese große Halle ist, da war alles Wald. Und irgendwie war da auch was mit Ruinen und so. Die konnte man abreißen, die Ruinen. Hatte dann noch so eine Geschichte, so irgendwie das alte Stappenbach und teilweise zerfallen und... Oh, da habe ich ganz gern gespielt. Und muss man hier den Zugang freikaufen? Das gucken wir uns mal an. So, eine Kuh macht Mu. Ja, Kuhhof kaufen. Ah. Okay. Sehr cool. So viel haben wir natürlich nicht. Ich habe hier auch keine Cheat-Mods. Ja. Coole Funktion. So. Platz ist in der kleinsten Hütte. Ah ja, hier kann man eine Außenhalle für 50.000 kaufen. Das ist eine coole Sache. Also nicht, dass ich das jetzt kaufen will, vielleicht ja doch, aber wenn man zum Beispiel seine Felder alle hier draußen hat, dann ist so eine Halle Gold wert, wenn man dann nicht immer zu seinem Hof fahren muss. So, jetzt gucken wir mal hier. Das ist das große Weizenfeld, mit dem ich liebäugle. Ah nee, im LS15 waren die Schilder in der Mitte. Im LS17 waren die Schilder am Rand. Irgendwo. Und dann gab es da auch die Aufträge. So, Feldgrenze kaufen. Ich will doch nicht die Feldgrenze, ich will zu verkaufen. Okay, ja. Feld kaufen oder bewirtschaften. Okay. Ah ja, hier kommt man jetzt in die Missionen rein. Wow, Erntemission 10.000 Euro, das ist aber ordentlich viel Geld. Aber da hat man dann nur 22 Minuten Zeit und das ist richtig stressig. Und ich glaube, man konnte da auch keine Helfer für einsetzen. Man kann es aber kaufen für 115.000. Und es war so, wenn man für so ein Feld mehrmals Aufträge gemacht hat, dann hat man das billiger gekriegt. So. Ich kaufe das Feld mal.
Und jetzt gucken wir auf der Karte. Jetzt ist das hier leuchtend grün. Daraus schließe ich, wir hatten vorher noch kein eigenes Grundstück außer dem Hof. Ja. Gut, dann könnte ich ja eigentlich auch diese Halle kaufen. Ich guck mal, ob ich das brauche, diese Halle. Jetzt gehen wir erstmal zum Traktor und schauen, dass der möglichst nicht im Weg steht, aber ich glaube, der steht ganz gut. Ja, der steht ganz gut. Dann hole ich mal den, obwohl, nee. Wir brauchen ja einen Anhänger. Also fahren wir heim. Schöner Spielplatz hier. Für den LS25 plane ich auch im Laufe der Zeit Spielplatzgeräte zu bauen. So nette Holzspielplatzsachen. Schaukel und Wippe und Sandkasten und all so ein Zeug. So. Gut. Und jetzt holen wir aber erstmal den Mähdrescher raus. Das wird eine Kunst. Kann ich diese Seitentür hier nicht aufmachen? Anscheinend nicht. Wie komme ich denn dann hier raus? Ah, ich nehme den Traktor. Und koppel den Pflug ab. Kann ich da zurück? Ah, der ist eh nicht angekoppelt. Also drücke ich den Pflug mit Gewalt zurück, damit ich ein bisschen Handlungsspielraum habe. So. Da denkt man nur, man hat super breite Türen. Aber wenn man da nur eine von aufmachen kann, ist das ja blöd. Ich fahre jetzt mal hier zum Rangieren in den Stall rein. So. Und mach mal hier die Hilfe auf. Vielleicht gibt es ja hier eine Bemerkung. Tor schließen, Tor öffnen. Tja, die zweite Tür scheint nicht aufzugehen. So, jetzt stecke ich hier fest und sehe nichts. Vielleicht gehe ich mal hier in den Dingenskirchenmodus. Oh. Wieder raus. Als ich vorhin im Traktor unterwegs bin, da dachte ich mir, ach, inzwischen bin ich da nicht mehr so panisch wie früher. Da komme ich viel besser klar mit so engen Bedingungen.
denkste Puppe. Wie soll man denn hier rauskommen? Weil wenn ich nach links fahre, dann stoße ich hinten an die Wand rechts an. Ich frage jetzt natürlich nicht, wie haben sie den hier reingekriegt, weil über die Vehicles XML haben sie den reingekriegt. Aber er muss auch irgendwie rauszukriegen sein. Gibt es vielleicht Hintertüren? Nö. Ich guck mal, ob ich von hier die andere Tür aufkrieg. Weil das wäre ganz einfach, wenn die Tür aufginge. Nächstgelegenen Baum markieren. So. Ich probiere es einfach noch mal. So. Zur Not miete ich mir einen Mähdrescher. Mache ich überhaupt irgendwelche Fortschritte in puncto nach links kommen? Ja, so geht's besser. Und jetzt, jetzt. Das Fahrverhalten ist auch ganz schrecklich. Also ich glaube, ich quäle euch da mal nicht weiter mit. Ich werde mich da irgendwie rauskriegen, hoffe ich. Und dann sehen wir uns wieder. Na, das ist wirklich lustig. Ich habe mich jetzt hier an eine optimale Stelle buxiert. Aber die Tür ist zu schmal. Ich versuche es jetzt mal mit zurücksetzen. Das Verrückteste ist aber, ich hab versucht, mich da zu einem meiner Traktoren zu tappen und saß plötzlich in einem zweiten Mähdrescher auf einer anderen Farm. Das heißt, anscheinend besitzt man zahlreiche Geräte verteilt auf mehrere Farmen. Sehr abenteuerlich. Also, ich probiere jetzt erstmal den zurückzusetzen. Ich glaube, das ging auch damals schon. Und na komm. Und wenn das nicht klappt, nehme ich einen der anderen Mähdrescher. Oh, das ist hier natürlich alles sehr dicht. Ah, aber da habe ich einen Mähdrescher erwischt. Gut, ja, zurücksetzen. Jawohl. Und jetzt gehen wir mal zum Händler. Der war auch immer sehr eng. Okay, warum ist der da oben hingesprungen? Besuchen. Da steht er. Das ist doch schon mal gut. Ja, das geht sogar. Der ist jetzt nicht so schrecklich eng. So, ich fürchte... Ah, nee, ich muss gar nicht wieder in den Ort rein.
Ich kann hier die Abkürzung nehmen, das ist gut. Ist schon sehr schön gemacht hier so mit den Gärten und wie die Wäscheleine da hängt. Also vom Ästhetischen her finde ich die sehr gelungen. So, dann brettern wir mal da hoch. Ah, da ist ein Weg. Sorry. Und jetzt fahren wir mal mitten ins Gemüse rein. Denn ich muss jetzt ja noch den Schneidwerkswagen bringen. Was für ein Abenteuer. So. Also. Sorry, liebes Weizenfeld, dass ich hier so brutal einfach drauf fahre. Aber hier ist alles so eng und verbaut. So. Sehr gut. Müssen wir hier natürlich wegfahren. Offenbar gab es da noch keine Fruchtzerstörung. Welch Erleichterung. So, stellen wir uns hier einfach mal so an den Hang. Gut. Und dann geht's los. Vielleicht sollte man hier erstmal ein gründliches Vorgewende fahren. So. Zuerst ausklappen. Ja, das machen wir. Und dann klappen wir aus, stellen an, brummen uns durch. Ist ganz schön laut. Dabei habe ich den Sound schon ziemlich leise gestellt. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch die Stappenbach gespielt habt. Und im LS19 oder im LS17 oder beides. Das dürfte schon das nächste Feld sein, oder? Ja. Ja, und wenn es die auch schon vorher gab, auch ob ihr sie schon vorher gespielt habt. Bei mir ist aufgefallen, beim Start stand da Stappenbach 17. Und meistens wird das nur hingeschrieben, wenn es vorher auch schon eine Version gab. Aber das ist der einzige Hinweis, den ich darauf habe, dass es vielleicht hier nicht die allererste Stappenbach ist.
So, ich würde auch sagen, fürs Erste reicht das schon. Ich meine, ist lang geworden, weil ich mich so abgekämpft habe. So, machen wir nochmal einen schönen Screenshot. Und in der nächsten Folge machen wir die Ernte natürlich fertig und holen die auch ab. Und ich würde sagen, dann verkaufen wir die auch. Und dann wischen wir uns erschöpft den Schweiß von der Stirn. Jo. So, ich fahre jetzt hier noch die erste Runde Vorgewende fertig. So, sehr gut. Dann mache ich mal aus, damit es nicht mehr so laut ist. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.